Ein wunderfröhliches Hallo an dieser Stelle. Ja, seltsam, ne? Schon wieder Titanfall. Das hatten wir doch erst. Ich muss sagen, mir persönlich macht das so viel Spaß und ich komme in letzter Zeit so selten dazu, dass ich mir gedacht habe, so Mensch, naja, irgendwie kam das Let's Show davon ja auch ganz gut an. Warum wollen wir es nicht einfach so machen? Am Wochenende, Samstag, Sonntag, jeweils um 13 Uhr, gönne ich mir einfach mal ein bisschen Titanfall Multiplayer so, halt für unser kleines Mr. Zocker-Profilchen und werden ordentlich mal ein bisschen online rocken, so Stück für Stück. Wir können generell, also es ist jetzt nicht auf Titanfall festgehalten, das ist jetzt erstmal nur so die nächste Zeit, da werden wir halt viel Titanfall spielen, IMC-Kampagne fortsetzen, genau, was wollen wir machen. Genau, wir wollen Kampagne fortsetzen. Kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Wir werden aber erstmal die Kampagne machen, einfach nur weil, ja, ein bisschen Abwechslung und hier und da halt ein bisschen Story, geringfügig. Ne, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, wir werden uns nicht festbeißen an Titanfall, denn der Samstag und Sonntag, diese 13 Uhr Vorstellung jeweils, wenn man das so nennen möchte, stehen einfach dafür für Multiplayer. Das heißt, irgendwas, was wir halt so haben, werden wir Multiplayer-technisch spielen. Da gibt es an, ich sag's mal, aktuell nicht so viel. Was man machen kann, wäre halt Battlefield 4. Das haben wir auch eine Zeit lang immer mal wieder so ein Multiplayer-Video rausgebracht. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich spiele es auch immer noch sehr gerne, muss ich sagen. Also wäre da Battlefield 4. Wir haben Titanfall. Ich gehe jetzt nur von der One aus, ne? Wir hätten noch... Jetzt bin ich gerade überlegen. Nee, Dead Rising hat keinen Multiplayer. Also nicht so direkt. Also höchstens Koop. Assassin's Creed hat einen Multiplayer, also Assassin's Creed 4, den ich allerdings noch nicht ausprobiert habe. Ich fand den schon bei den Vorgängern nicht so gut, also glaube ich nicht, dass er hier so mega Bombe ist, aber könnte man auch machen, mal zeigen irgendwie so. Und das bin ich überlegen, Rise hat glaube ich einen Multiplayer, dieses Arena-Dings könnte man sonst auch noch machen und ansonsten glaube ich, war es das mittlerweile so ziemlich, was Multiplayer angeht. Aber ich sag mal so, mit Battlefield und Titanfall kann man sich eigentlich relativ lustiglich die Zeit vertreiben. So, jetzt geht's aber erstmal los hier. Die Kolonie. Ja. Sir, wir haben keine Miliz gefunden. Nur eine Handvoll Zivilisten. Verstanden. Weitermachen. Aber mir gefällt, wie diese Spectres töten. Ist das so, ja? Automatisierte Infanterie ist die Zukunft. Aber Zivilisten wegballern ist kein echter Test. Nee, nicht wirklich. Sieht aus wie Milizschiffe. Sie setzen Bodentruppen am Nordende des Dorfes ab. Das ist eine Bedrohung. Wir brauchen noch drei Paletten Spectres. Ah. Hört sich auch gut an, ne? Drei Paletten Spectres. So, dann. Bringen Sie die anderen Spectres online. Ja, okay. Ich habe übrigens mal mittlerweile die Qualität der Aufnahmevideos wieder hochgeschraubt, dadurch, dass jetzt die Internetleitung vernünftig funktioniert. Autsch. Tja, ja. Gut, das ist Materialschlacht. Das heißt, wir müssen einfach so viele Spectres wie möglich platt machen. Da ist schon mal einer. Achtung, Piloten! Jetzt testen wir unsere Spectres! Das Ganze wird eine Materialschlacht. Spectres, okay. Schalten Sie alle Milizeinheiten aus! Viel Glück! Hier sind irgendwo welche. Granatenwerfer. Oh oh. Piloten, oh oh. Wir treffen es in 2 Minuten einsatzbereit. Oh, ei, 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 ei. Und. Ach, die Granate. Leider hat sie dann niemand mehr mitgenommen. Ich habe auch keine Burn-Card. Ach, oh, haben wir noch gar nicht. Stimmt, es gibt noch keine Burn-Cards für uns. Sehr schade. Eine der genialsten Erfindungen überhaupt. Hier nicht nur einen gehabt? Ich dachte. Weiß Admiral Graves, die Miliz hat Zugriff auf die Notfallsenderlocks. So, schön hier. Ach, herrlich. Blisk, Sie sagten, das Lager wäre ausrasiert. Klären Sie, wo der... Den haben wir auch. Ach du Schande. So, da rufen wir den mal, würde ich sagen. Und da ist er. Juhu, yay! Komm, Titan, lass uns rocken. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt aktuell vorne liegen. Ja. Pilotenmodus aktiviert. So, hier mal nicht draufhauen. Das sah schmerzhaft aus.
Kritischer Schaden. Entdeckung. Er kann aber was an die Sache. Ja, wir haben ihn auch erwischt. So. Ich glaube allerdings, er hat nicht überlebt. Sehr gut, das gefällt mir. Achtung! Aber da oben ist einer. Verdammt. Ach, Mist. So, mal hier raufklettern. Dann nehmen wir den auseinander. Das ist natürlich doof. Jetzt diesen, das haben wir noch nicht. Es gibt so einen komischen Elektronebel, kann man das so praktisch nennen. Da sehen wir ja, da haben wir auch keine Chance gegen. Der hat einfach weggemoscht. So, IMC wird den hinten. Was war das? Achso, er hier mit seinem Titan. Das ist ein bisschen weggemoscht, muss man ganz ehrlich sein. Ich suche mal irgendwo lieber das Scharmützel. Feindliche Übertragung abgefangen. Nur Sprache. Nur Sprache. Okay. Sie haben den Mittelpunkt des Universums gefunden. Wir sind keine Terroristen. Wir sind nicht. Was? Mittelpunkt des Universums gefunden? Glaube ich nicht. Kolonisten, wenn ihr mich hört, greift ihr den Ziel nicht an. Mit denen kann man nichts reden. Spyglas. Signal abfangen und entspüren. Warum ist hier denn niemand? Ich will den nicht. Achtung, ihr Ersatzzeichen ist der Halbzeit vom Einsatz. Oh, sehr schön. Jetzt kommen andere Titan von uns. So, wir ballern hier fleißig drauf, ne? Weil, ach scheiße, da hat der andere eben geholfen. Die sind echt nicht schlecht, die Typen. Die sprechen sich ab. Wir liegen auch ganz gut hinten aktuell. Ich glaube, es gibt sogar einen Erfolg von wegen, die Kampagne zu gewinnen. Ich hab Glück gehabt, dass ich immer in so einem guten Team drin war, dass ich gewonnen habe, aber hat auch nicht immer was zu sagen. Es kommt da wirklich einfach an. Hast du Glück? Gewinnst du, hast Pech, verlierst du. So einfach ist das. Ja, und jetzt ist es ja noch wichtiger denn je mit den Teams. So. Hab hier nicht noch einen gesehen? Nur Sprache. Da ist einer. Wir müssen uns zurückziehen. Oh, da leckt sich durch die Gegend, ey. Hallo, mein Freund. Ah, schöner Leck. Gut, dann werden wir gleich mal sofort hier drinnen spawnen. Kennen Sie die Stimme, Sir? In unserem Titan. Die Stimme eines Toten. Finden Sie raus, wo Sie herkommen. Titan. Ach, verdammt, kommt wir stehen. Ja, sehr gut. Es gibt auch so viele Herausforderungen. Und schaffen kann. Naja, machen wir. Was, von welcher Seite kommen die denn überall? Boah, Gott sei Dank habe ich die noch erwischt, ey. Also zumindest so halbwegs. Aber Hammer, oder? Ach, Scheibenkleister, ey. Mr. Zocker, wer geht denn mehr für Archer? Ja, wie man sieht, man kann sich auch gegenseitig selbst, also man kann sich auch selbst beladen. Ach Mann, verdammt. Habe ich jetzt irgendwie ausgeschaltet? Ja, doch, ich habe ihn ausgeschaltet. Mit meiner Granate. Der Sender benutzt eine unbekannte Verschlüsselung. Wer, was, wie, wo? Ich brauche mehr Zeit, um seine Position zu berechnen. In Ordnung. Blisk, stellen Sie die Kolonie auf den Kopf, falls möglich. Wer ist der Kerl? Er heißt James McAllen. War mal ein. Oh, wir brauchen gar nicht so viel Zeit. Immer heißt es nur, wir brauchen noch mehr Zeit. Ist das nicht komisch? So ein bisschen? Bin ich da der Einzige, der das selbst empfindet? So. Ja, sehr schön, der Zeit ist hin. Oh, da haben sie mich erwischt. Aber zumindest haben wir dafür gesorgt, dass wir einen Teil beseitigt haben. So kann man das halt auch machen, indem man halt einfach so drauf reitet. Man kann das auch bei einem Teamkameraden machen. Das können wir gleich mal probieren. Hier vorne ist ja einer von uns. So, hier. Siehst du, dann mal umruf und sterben gleich direkt, weil er diesen Nebel des Grauens und der Blitze eingesetzt hat. Aber wir haben uns auch wieder einen Titan. Oh, den haben wir gleich. Warnung, schwere Schäden gemeldet.
mal nach, schneller. Das ist keine Chance hier gegen. Oh oh. Was? Besiegt? Scheiße. Jetzt muss ich entkommen. Das habe ich noch nie geschafft. Ich habe die Übertragung. Schalte sie drauf. Aber es ist echt hardcore, weil die haben jetzt alle Titans. Rennen damit jetzt hierher und versuchen uns alle platt zu machen. Das ist echt hardcore-mäßig. Freiglas, an den Kanal. Jawohl, Sir. Kanal ist offen, Weiß Admiral. Da haben wir auf jeden Fall ein paar von uns. Das ist schon mal ganz schön. Ich reite mal mit ihm mit. Graves, immer noch auf der falschen Seite, was? Wir sind Soldaten. Es ist ein. Oh, Scheiße. Wer ist hier naiv, elender Hurensohn? Genau, den habe ich. Oh, schnell rein. Ich hoffe, wir schaffen es. Ja, 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 ja. Sehr schön, sehr schön. Und Bobsprung. Ja, sehr schön. Ach, herrlich. Haben wir es geschafft. Sind wir dann doch noch entkommen? Ja, und ich würde mal sagen, ganz ehrlich, wir haben es eindeutig drauf. Also in unserem Team, also man muss überlegen, wir haben hier nur Level 3. Das heißt, wir haben so gut wie gar nichts. Und wir waren in unserem Team der Bringer schlechthin. Also, ganz ehrlich, da haben wir auch die ganzen Gamerscores hier für. Klassenbester und so. Ach. Ich bin jetzt so ein bisschen überlegen, ne? Noch mehr Erfolge? Ach, du schon zu. Ach so, ja, hier der Erfolg für Entkommen und so. Der mir privat noch fehlt, weil es irgendwie nie klappt in den Matches, in denen ich bin. Oh, Stufe 3 gleich hier mal eben so. Was haben wir bekommen? Oh, neuen Titanen. Genau, jetzt können wir das nämlich voreinstellen. Nicht schlecht. Wir haben es immer noch drauf. Achtung, hier spricht Vice Admiral Graves. Die Odyssee. Die Verfolgung der ersten Milizflotte war ein voller Erfolg. Jo, dann würde ich doch fast sagen, entweder schneide ich mir das zurecht, dass ich sage, okay, wir machen nur dieses eine Match. Oder ich mache jetzt einfach noch ein Match und wir spielen dann den Rest so weiter. Wenn er sich den Terroristen anschließt, hätten sie einen entscheidenden Vorteil. So ein bisschen länger halt, ne? Ich denke mal, noch ein Match können wir schon, das war jetzt eben so kurz, oder? Ja, nee, komm, wir machen noch eins. Ich ziehe mir jetzt erstmal ein bisschen Trinken rein, das haben wir dann noch gleich. Komm, ich bin ja ein totaler Coke-Fan, ja? Damit aufgewachsen und sowas, das war immer so, so Wochenende oder irgendwie abends, wenn man einen Film geguckt hat, so, wo man noch kleiner war, dann so ein Glas mit Coke und Eiswürfeln, das war immer so, nee, das war das Highlight überhaupt. Ich muss sagen, ich fand, als Coke Zero rauskam, fand ich am Anfang so, was wollen die denn jetzt? Es schmeckt definitiv anders als die normale Coke, ist auch irgendwie klar, aber schmeckt auch anders cool. Jetzt habe ich mich mal dazu breitschlagen lassen, weil aus dem Freundeskreis jemand meinte, ey, ganz ehrlich, hast du die anderen Sachen schon ausprobiert? Die gibt es ja schon Ewigkeiten, ne? Sprite Zero und Fanta Zero und so ein Gedöns. Habe ich nie gemacht. Ich habe es jetzt mal gemacht. Und ich muss sagen, es schmeckt mir gar nicht so schlecht. Also ich muss sagen, ich habe jetzt hier zum Beispiel Fanta Zero, steht extra nochmal drauf, groß ohne Zucker. Die haben ja sowieso jetzt andere Flaschen hier, 1,5 Liter, das ist ganz komisch irgendwie, sieht noch seltsam aus. Ich muss aber sagen, schmeckt auf jeden Fall ganz lecker. Wobei ich auch zugeben muss, bei manchen Produkten merkt man nicht unbedingt, ob man jetzt das Markending hat oder nicht. Ja? Also gut, wo man Unterschied merkt, ist definitiv bei Pepsi. Also ob ich nun Pepsi oder Coke trinke, ist ein Riesenunterschied. Und ich muss auch ehrlich sagen, bei Pepsi, das Einzige, was ich da richtig geil finde und wo ich sagen muss, okay, das hole ich mir halt gerne von denen, ist eigentlich diese Pepsi Twist. Also definitiv bei Coke ist es die Cherry Coke, über die geht mal gar nichts. Früher immer in Dosen gehabt, ne, also boah, war herrlich. Diese schwarzen Dosen mit dieser coolen Schrift, aber die Werbung total genial damals gewesen. Aber Pepsi Twist ist zum Beispiel total genial, weil Pepsi mit Zitrone, es schmeckt echt geil. Ich kann es nur empfehlen, wer es mal noch nicht probiert hat, probier es einfach mal aus. Genauso für diejenigen, die vielleicht nicht wie ich mit Cherry Coke aufgewachsen sind oder das in der genialsten Phase ihrer Jugend hatten, als es da rauskam. Probiert es einfach mal, es schmeckt echt lecker. Es gibt sowieso so viele coole Sachen, zum Beispiel Fanta Mandarine. Das gibt es ja immer nur mal so zu besonderen Ereignissen, zum Beispiel Halloween letztes Jahr. Da gab es ja dann bei einer bestimmten Supermarktkette gab es da ganz viel Fanta Mandarine. Ich habe mir gleich zwei Sechserträger davon gesichert, weil ich mir dachte so, die musst du bunkern. Die gibt es einfach sowas von selten und sie schmeckt sowas von elends geil. Das brauchst du ja. Aber das ist schade, ich frage mich dann noch immer so, warum? Also zum Beispiel, was war das noch? Fanta Pink Grapefruit. Ey, so ein geiles Gesöff, so mordsmäßig geil. Wie kam es hierher?
Ja, du erzähl mal, das ist jetzt sowieso nicht so wichtig. Das ist alles Sache, Nebensache. Wir wollen einfach nur töten. Genau, ich habe hier irgendwie Gewehr und so. Bereit machen und Absturzstelle sichern. Ja, geht schon klar. So. Und yay, auf geht's. Warte, yeah. So, ist wieder Materialschlacht. Das heißt, wir gegen den Rest der Welt und wir hoffen, dass wir diesmal gewinnen. Ich mag das mit dem Rumgejumpe. Wir hören, das wird eine Materialschlacht. Ja, ja. Töten Sie alles, was sich bewegt. Holen wir uns dieses Spiel. Ich gebe mir Mühe. Ich sehe halt noch nichts, das ist so das Problem. Terroristen neutralisieren und Gebiet für Bergungseinsatz. Ich würde sagen, eigentlich müsste nämlich hier alles voll sein. So, und? Hier haben wir. Das sind jetzt natürlich keine richtigen Piloten, das wissen wir auch. Das sind hier jetzt einfach nur irgendwelche Typen. Wir sehen hier unten hier solche Cyborg-mäßigen Leute. Pilot, Ihr Typen ist mit zwei Stunden einsatzbereit. Die können wir natürlich schön hier abmähen. Geben auch Erfahrungspunkte, nicht so viele, ist klar. Die wollen wir so richtig im Spielerblatt machen. Aber sie geben immerhin welche. Ja. Ist echt nicht so dramatisch. Ah, da haben wir einen Piloten gefunden. Was war der? Okay, 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 sehr schön. Bin ich ein Freund von... Oh, das sind unsere. Verdammt. Na, die freuen sich drüber. Die mögen solche Sachen. Pilot, Ihr Zeichen ist in 15 Sekunden einsatzbereit. Oh oh. Scheiße, verdammt. Nein, ah, da habe ich zu spät reagiert. Da war meine Munition an und ich dachte schon, ich wäre tot. Aber mein Titan ist bereit, von daher ist mir das jetzt alles komplett egal. Den habe ich mir jetzt gerade hart verdient. Durch ein bisschen gekämpft. Aber ach, ganz ehrlich, so oft wie das andererseits gemacht wird, da habe ich mir gedacht, kann ich das machen. Und ich habe keinen Bock, immer fair zu spielen. Ich bin immer derjenige, der fair spielt, der immer darauf achtet, dass alles in Ordnung ist. Und ganz ehrlich, habe ich keinen Bock mehr drauf. Es muss die ganze Zeit immer ich sein, der leidet und irgendwie dann halt Nachteile hat. Also ganz ehrlich, dann war es das jetzt. Ich werde genauso unfair spielen wie der Rest der Welt auch. Wenn der Rest der Welt immer nicht klarkommt, haben sie Pech, dann müssen sie halt fair spielen, dann spiele ich auch wieder fair. So einfach ist das. Gegner aus. Oh. Materialschlacht. Wir liegen, glaube ich, momentan ganz gut davor. Bereiten Sie Milizen auf, Pilot! Machen Sie so weit und sichern Sie das Gebiet! Na komm schon. Komm schon, schneller, die Raketen. Ah, genau. Das würde ich sehen. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Och, da haben wir den. Sehr gut. Ja, da oben sind auch noch einige. Das Schadensystem ist total geil. Das bietet die Möglichkeit, noch mehr Schaden zu machen, als man ohnehin schon macht. Da rollt man richtig mit. Ja, also wenn du sonst keinen Schaden machst, damit machst du auf jeden Fall welchen. Du musst natürlich nur Gegner finden. Ja, wir sehen. Wollen sie hochfahren, aber sie steckt halt im Boden. Ihre Stabilisatoren sind beschädigt, sie kann unmöglich starten, Sir. Oh, den haben wir gleich. Sie plündern sie. Blitz, schaffen sie das Pack von dem Schiff. Oh, ist der Aufladen? Mehrere Titans greifen an. Mehrere Titans. Ist aber nicht fair jetzt. Ich glaube, wir haben ein paar. Ach, genau. Der ist schon gleich hin. 2 Minuten einsatzbereit. Kleinholz! Der da hinten ist nicht. Ah, okay. Da ist er. Ist aber nicht so nett jetzt, ne? Wo steckt der sich da? Ihr Ersatzzeiten sind 60 Sekunden
In 60 Sekunden, ob mir das nicht zu lang ist. Vielleicht zeige ich ja erst, ist in Ordnung, vielleicht auch nicht. Achtung! Oh, das ist echt keine Herausforderung, ne? Also, zwischendurch wurde ja mal überlegt, das von der Balance her ein bisschen besser zu machen. Indem man halt sagt, okay, die Computergegner sind ein bisschen stärker. Aber man will ja keinen Multiplayer machen gegen Computergegner, sondern halt gegen Menschen. Ist er nicht down? Warte mal, das ist doch hier. Wir müssen ja Unterstützung geben, ne? Sehr schön. Ich bin natürlich wieder runtergefallen. Das war sowas von klar. Gucken, wenn wir einfach heimtückisch auf den draufspringen und ihn dann so platt machen. Würde ich jetzt so vorschlagen. Titans hinter dir her. Das ist ja dramatisch. Da würde ich echt anfangen zu weinen, ne? An deiner Stelle. Oh oh. Also mit so einem MG drauf kloppen ist nicht so wirklich lustig. Das rockt anscheinend auch nicht so. Naja, ist nicht so dramatisch. Wir finden auch noch andere Möglichkeiten. Mein Titan ist, glaube ich, bereit. Bin mir da jetzt aber auch nicht so sicher. Ich gucke gleich mal in Ruhe nach. Einer unserer Piloten ist am Boden! Nein, was machen wir denn da? Ah, das ist mein Titan. War das ein echter Pilot? Ich glaube ja. Ah, ich mag es, echte Piloten zu killen. Die stehen doch einfach nur rum, ne? Die machen nichts. Hm. Ach, verdammt, okay. Das war dann ein echter, glaube ich, oder? MBTBG? Ich glaube ja. Den haben wir schon ein paar Mal platt gemacht. Da erinnere ich mich. Keine Chance. Ah, hier ist alles safe oder was? Wir kontrollieren ja. Wir gucken nochmal rum. Siehst du, dass das so bleibt? Ah. Oh oh. Ich sehe ihn nicht, verdammt. Aber er hat ihn. Mein Titan hat ihn abgeballert. Ach, so mag ich das. Mein Titan ist der Beste. Ah, tolle Wurst. Voll klasse. Also sind wir wieder da, schon sind wir wieder weg. Das ist ein bisschen schade, ne? Aber wir haben zumindest die Warnung bekommen, dass halt jemand drauf sitzt bei uns. Das ist ganz angenehm. Achtung! Komm, tritt dich weg. Ah, da nehmen wir sogar die Pistole. Brauchen wir nichts anderes. Ach, verdammt, Mist, da kann man doch noch ein richtiger Pilot an. Ist manchmal schwer zu unterscheiden, ne? Also so richtig immer sich hundertprozentig sicher sein, dass das jetzt ein Pilot ist oder eine KI, kann man eigentlich nicht. Außer wenn sie dumm im Weg rumstehen, dann ist es eigentlich immer entweder ein Pilot. Ja, dann ist es ein Pilot. Die Odyssey hat eben ein Flugzeug verloren. Wir gewinnen nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Es sah erst nicht schlecht aus, aber aktuell. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Verlieren wir. Das ist echt nicht gut. Wir haben freie Hand. Wollte auf mich warten. Da kommt schon Zeit. Los, Renner. Und noch ein bisschen rocken hier. Pilotensteuerung. Ja, so ist gut, ne? So gefällt dir das. So, der Titan ist angekratzt. Oh, wunderbar. Wir müssen das Wrack aufsetzen!
Stelle sichern! Ach, hat sie leider zerfetzt. Ist das tragisch. Jetzt habe ich irgendwas erwischt hier. Wisst ihr, was ist das? Alles dramatisch. Ja, schade, die Raketen bringen nicht so viel. Ich wünschte, die hätten mehr Sprengkraft, dann wäre das irgendwie cooler damit. Aber es gibt auch noch andere, die haben dann wesentlich mehr Sprengleistung. Muss man sich natürlich erst verdienen. Und das dauert natürlich eine Weile. Das kennen wir ja von Battlefield und von Call of Duty. Da muss man halt ordentlich Zeit mitbringen. Und auch Talent fehlt ein bisschen mitunter. Damit man es halt schafft, Sachen sich zu verdienen. Ja? Das ist es ja. Man verdient sich ja so. Durch seine Fähigkeit, die man hat. Oh, das sieht nicht schlecht aus aktuell. Ich springe mal hier runter. Komm, wir springen mal. Ausgezeichnet? Ich weiß nicht. Oh, wir liegen knapp vorne. Wir liegen mega knapp vorne. Du Schande. So, schneller. Oh. Wunderbar, erhöhter Schaden ist mega geil. Wir sehen, wie er auf einmal abgeht. So. Das wäre das. Oh, jetzt ist er. Boah, schöner Monster-Deck. Eieieiei. Oh, herrlich. Ja, genau. So mag ich das. Da stehe ich mal so richtig drauf. Da geht mir so voll einer bei ab. Der Typ hier hinten lungert da immer noch rum, ne? Den haben wir. Den kriegen wir auch noch. Ja. Gebiet ist gesichert. McAllen ist zwar entkommen, aber wir finden schon raus, was sie im Kern der Odyssee gesucht haben. Ja, den kriegen wir auch noch. Laut unserer Scans könnte McAllen mit geheimen Daten entkommen sein. McAllen hat die Pläne. Ich hoffe, den kriegen wir jetzt noch irgendwie. Also hier müssen die jetzt alle auf jeden Fall hin. Das heißt, wir werden... Müssen sie als nächstes nach Angel City. Angel City. Ich sage allen Informanten in Angel City, sie sollen aufpassen. Was sucht er dort? Da haben wir den, okay. Nicht was, sondern wen. Da ist der. Den haben wir auch. Und da oben ist anscheinend noch einer. Ich sehe es natürlich keines, klar. Feindliche Bergungsschiffe an Evakuierungspunkt angetroffen. Abfangen und zerstören. Oh, schnell gucken, dass wir das hinkriegen. Ich glaube aber nicht, nee. Na komm schon, schieß. Hat nicht ganz gereicht. Und ey, ganz ehrlich, Leute, was? Jetzt sind wir sogar noch von allen, die mitgespielt haben, die Beste. Mit den Punkten her. Guck mal, 99. Was soll ich sagen? Es ist schrecklich. Es ist verdammt schlecht, so gut zu sein. Ja, nein, wir haben einfach nur Glück. Die anderen sind mega grottig, ja. Wenn vergleichsweise gut, ich sag mal, Gegner dabei sind, die ähnlich einen epischen Skill haben wie wir, dann, ne? Nein, es ist alles nur Spaß, wisst ihr ja. Aber wir sind ganz gut dabei. Immerhin hier ordentlich Level gemacht jetzt. Da müsste ich eigentlich einen Screenshot von machen. Mach ich gleich mal. Oder? Mach ich, glaube ich. Klar, und renne ich jetzt gleich mal nach vorne, mach einen Screen davon und den poste ich gleich mal. Ein bisschen früh, aber ich poste. Ich kenne diesen Mann und weiß, wie er tickt. Er wird einen ehemaligen IMC-Offizier namens Barker kontaktieren, der zuletzt in Angel City gesehen wurde. Unsere Agenten haben sich dort schon auf die Suche nach Barker gemacht. So, mal gerade eben das gemacht. Bringt er vermutlich beträchtliche. Wir sehen, wir haben noch genug Zeit. Ich gucke mal, wir können jetzt eigene Piloten-Loadouts machen. So, Titan-Abwehrwaffe. Da möchte ich eigentlich lieber die Sidewinder nehmen. Handfeuerwaffe, nehmen wir mal die. Genau, Marke Eigenbau. Taktikfähigkeit haben wir noch nichts anderes. Da haben wir auch noch nichts anderes. Sprengladungspaket, das ist okay. Fußvolkdetektor. Ja, das finde ich besser. Und auf jeden Fall, wir sind halt männlich. So, und das Ganze nennen wir. So,
Schnell. Ork 1. Genau. So, wunderbärchenhaft. So, Ork 1 wird ab sofort unsere absolute Lieblingsklasse werden. So fest steht das. Hier Artillerie hätten wir noch, aber ich sag mal ganz ehrlich. Ah, die Kettenkanone ist schon geil. Das, die 40mm Kanone, die wir da hatten, ist auch noch ganz cool. Schießt nicht ganz so schnell, ist klar, ist ein bisschen größeres Ding, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung.